Ich bin's wieder, Daisy. Beeilt euch, wir haben nicht viel Zeit. Es ist soweit. Das Baby ist unterwegs. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 44. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja mit der ganzen Familie Weihnachten gefeiert und das war chaotisch wie immer. Vor allem, weil mir ganz am Schluss noch aufgefallen ist, Daisy ist tatsächlich gerade in den Wehen. Aus diesem Grund beginnen wir den Part jetzt bei Daisy und werden das Kind auf die Welt bringen. Und dann müssen wir aber wieder zurück zur Hauptfamilie, denn Livia hat auch noch Geburtstag. Es passiert einfach immer so viel in dieser Familie. Unglaublich! Die Zeit vergeht einfach so schnell, aber in Wirklichkeit vergeht die Zeit auch so schnell, denn bald ist einfach schon wieder Weihnachten. Und deshalb und weil wir auf YouTube die 2000 Abonnenten geknackt haben, findet am Samstag, den 10. Dezember, ein Weihnachtsspecial von mir statt. Auf Twitch werden wir uns nämlich an einen Speedrun der 100 Baby Challenge heranwagen. In der Hauptrolle ist unser Clemens Frost und der muss in diesem Stream 100 Babys auf die Welt bringen. Keine Ahnung, ob und wie das funktioniert, aber ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass viele von euch dabei sind. Aber gut, wir starten jetzt in den Part hinein. Und wie versprochen sind wir jetzt in Willow Creek. Daisy und Sydney sind beide aber nicht zu Hause, denn die sind noch in Hanford-on-Bagley, also die müssen wir so schnell wie möglich zurück nach Willow Creek bringen und dann kommt das Baby auf die Welt. Und hier sind wir jetzt, die beiden sind im Haus, aber ich komme leider nicht ins Haus hinein. Aber wir bekommen jetzt auch schon die Nachricht, Baby im Krankenhaus bekommen, Daisy wird bald ein Baby bekommen, Daisy ins Krankenhaus folgen. Ja gut, wir machen jetzt mit. Sie nimmt natürlich auch Sydney mit und ich hoffe sehr, dass ich irgendwie noch schnell einen Kaiserschnitt organisieren kann, denn wir haben jetzt nicht Zeit, dass diese Geburt wieder 5 Millionen Jahre dauert, denn Livia hat heute Geburtstag, wir haben Stress. Und wir sind hier. Wir haben uns nicht für eine Geburtsform entschieden, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, was passiert. Können wir einfach... Nein, können wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann uns irgendjemand sagen, was wir tun können? Cassandra Volkov, kannst du uns helfen, bitte? Fragen wir sie mal nach Überprüfung der Weitung und nach Epidural. Können wir vielleicht jetzt noch beim Geburtshelfer anrufen? Das wäre doch toll. Mach das mal, Daisy. Können wir uns da noch umentscheiden? Ich habe jetzt gar keine Zeit für eine natürliche Geburt. Und ich glaube Daisy auch nicht. Sie ist eine vielbeschäftigte Frau. Das muss schnell gehen bei ihr. Perfekt, dann nehmen wir jetzt den Kaiserschnitt. Wir wählen diese Option und ich hoffe sehr, dass wir jetzt den Kaiserschnitt machen können. Cassandra, funktioniert das? Daisy hat sich für einen Kaiserschnitt entschieden. Wenn du deine Meinung änderst, kannst du den Geburtshelfer wieder anrufen. Ja, ja, brauchen wir nicht. Ja, und wie geht das jetzt? Oh nein. Ich möchte doch nur ganz schnell das Baby auf die Welt bringen. Können wir das Baby vielleicht doch noch zu Hause bekommen? Hier ist doch eine Wiege. Okay, nein. Können wir wieder nach Hause gehen? Gut, das ist jetzt eine YOLO-Aktion. Ich versuche jetzt mit Daisy wieder nach Hause zu gehen. Und vielleicht können wir es ja dann dort in einer Wiege bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit, weil ich liebe den Realistic Childbirth Mod zwar, aber das dauert jetzt einfach zu lang. Ich konnte euch jetzt ja auch gar nicht wegen Namen fragen für das Baby. Jetzt muss ich mir selbst was suchen. Toll. Das wird sicher ein blöder Name. Und wir sind wieder da. Daisy, kannst du das Baby jetzt so bekommen? Ach, ich habe keine Ahnung. Und wir haben auch noch kein Zimmer fürs Baby. Wobei, solange es so klein ist, haben wir eigentlich kein Problem. Weil da ist es ja eh nur in einer Wiege. Aber wo diese Wiege sein soll, weiß ich halt auch nicht. Ach ja, ich habe mir wieder ein Set gekauft. Dieses, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das mit den Inneneinrichtungen auf jeden Fall. Gut, ich stelle die Wiege mal hier hin. Können wir das Baby bekommen? Baby bekommen! Perfekt, es geht wirklich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Schön zu wissen, dass man den Mod auch umgehen kann. Daisy bekommt jetzt ihr Baby ganz alleine zu Hause. Nicht mal Sydney ist da. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Daisy hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einen passenden Namen gefunden, aber ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich schätze mal Orin?
Also ich glaube, es ist ein keltischer Name und dieser bedeutet Gold. Ich wollte nämlich etwas, das irgendwie mit Daisy verknüpft ist und eben mit der Farbe Gelb. Und es ist ein sehr schöner Name, auch irgendwie ein sehr außergewöhnlicher. Und das passt sehr gut zu Daisy und Sydney. Außerdem würde ich ihn gerne mit zweiten Namen Haru nennen. Also so wie sein Urgroßvater, den er leider nie kennengelernt hat. Orin Haru Potter. Ja, finde ich cool. Sehr außergewöhnlich, aber der Name gefällt mir sehr, sehr gut. Falls jemand von euch eine bessere Idee hat, schreibt mir das natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das war jetzt alles sehr spontan, also es gibt sicher bessere Namen für ihn. Ja, und dann bekommt sie jetzt das Baby und sie ist unglücklich, weil es ist ja ein ungewolltes Kind für sie. Oh nein, arme Daisy, aber red mal mit deinem Baby und liebkose es und dann kann sie es mal mit der Flasche füttern. Und Sydney, du kannst tatsächlich auch nach Hause kommen. Du musst nicht im Krankenhaus bleiben. Daisy ist doch gar nicht mehr da. Eigentlich müsste ich dem Kleinen noch ein Schlafzimmer einrichten und irgendwie ist es auch komisch, dass er hier lebt. Aber das ist mir jetzt egal. Wir lassen das jetzt so. Ich gehe zurück zur Hauptfamilie und wenn er dann Kleinkind ist oder wenn er ein Kind ist, dann können wir ja mal wieder bei ihnen vorbeischauen. Oh nein, eigentlich wollte ich jetzt noch gar nicht weitermachen, aber unsere Betsy geht gerade von uns. Oh nein. Meine arme Betsy. Ja, jetzt haben wir leider keine Kuh mehr. Die Betsy ist jetzt nicht mehr da. Der Sensenmann möchte anscheinend noch ein bisschen bei uns chillen. Okay, soll er machen, was er will. Ja, jetzt müsst ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, wie sollen wir hier jetzt weiter vorgehen? Wollen wir noch eine Kuh oder wollen wir ein Lama? Prinzipiell ist die Milch natürlich unfassbar praktisch. Aber Lamas sind halt schon auch cool. Also schreibt mir in die Kommentare, wie wir da weitermachen und am besten auch gleich Namensvorschläge. Ja, Ivy kümmert sich auch wieder mal um alles. Sie streichelt Adelheid jetzt gerade enthusiastisch. Und hier haben wir noch Fridolin. Das sind die letzten zwei Überlebenden. Und die Teenager sind jetzt auch gerade in die Schule gegangen, während sich Ivy hier um alles kümmert. Was machen die anderen so? Emma ist noch am Schlafen und Violet spielt mal wieder Gitarre. Wie könnte es anders sein? Sie hat jetzt tatsächlich schon Gitarren-Level 8. Und bevor wir jetzt den Geburtstag von Livia feiern, möchte ich auch noch einen kleinen Ausflug mit Violet machen. Wow, der Sensenmann steht einfach da und hört ihr zu. Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Und zwar habe ich ja vor ein paar Tagen oder mittlerweile eigentlich Wochen eine Umfrage auf YouTube gestartet, ob Violet eher mit Janet oder mit Sarah zusammenkommen sollte. Und die meisten waren tatsächlich für Sarah. Und deshalb werden die beiden sich jetzt treffen. Und wir schauen einfach mal, was dabei herauskommt. Am besten treffen sie sich hier im Kunstmuseum. Das habe ich ja extra in der Nähe von Gabriels alter Wohnung platziert. Und mitnehmen wir natürlich Sarah. Sie hat auch gar keine Liebesbeziehung mehr zu Janet. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das passiert ist, aber das passt sehr, sehr gut, denn wie gesagt, die meisten von euch wollen Sarah und Sarah ist ein super cooler Charakter und deshalb werden wir deren Liebesgeschichte jetzt auch ein wenig, ja, starten, denn Violet wird ja schon sehr, sehr bald ausziehen und deshalb haben wir da jetzt nicht mal lang die Gelegenheit dazu. Und hier sind wir. Begrüß sie am besten gleich mal. Wir werden einen Witz über Sunset Valley erzählen und ihr dann den Tag verschönern. Die beiden haben sich jetzt ja auch schon länger nicht mehr getroffen. Also ich glaube, Violet ist sehr, sehr glücklich drüber, sie zu sehen. Ja, ist sie tatsächlich. Sie ist glücklich, weil es ist ein gemochter Sim in der Nähe. Da ist ein Sim in der Nähe, mit dem sich Violet in Einklang fühlt, obwohl sie sich kaum kennen. Okay, das ist eine Lüge. Gesprächs- und Freundschaftsmöglichkeiten sind eine schöne Sache. Das ist so süß. Dann werden wir ihr jetzt einmal von unseren Ideen erzählen. Werden Tagtraum von Schwarm gestehen? Wait, wer ist nochmal der Schwarm von Violet? Irgendwie glaube ich nämlich, das ist noch immer Janet. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, nein. Du gestehst Sarah sicher nicht, dass du ein bisschen auf Janet stehst, denn in Wirklichkeit wollen wir, dass du auf Sarah stehst. Deshalb werden wir jetzt einfach mal mit ihr flirten. Wie gesagt, ich glaube, Violet ist einfach noch ein bisschen verwirrt und deshalb ist sie noch nicht über Janet hinweg. Aber wir wissen natürlich, was das Beste für sie ist. Und das ist immerhin Sarah, die im Winter nicht mal Strumpfhosen trägt. Und hier ist ein halbnackter Mann. Ist doch einfach schön hier.
Und jetzt flirten die beiden. Dann werden wir ihr ein streng vertrauliches Geheimnis erzählen. Und dann eine dramatische Geschichte. Dann werden wir sie einmal bewundern. Und dann werden wir eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen. Violet wird nämlich erzählen, dass ihr Vater hier ein Apartment hat. Also, dass er hier ganz in der Nähe gewohnt hat eine sehr lange Zeit. Und dass er Violet dieses überlassen würde, weil er mittlerweile eben woanders wohnt. Und Violet würde das sehr, sehr gerne annehmen, aber es ist ihr allein zu teuer. Und deshalb fragt sie jetzt halt so unterschwellig, Sarah, würdest du da vielleicht mit mir einziehen? Und dann flirtet sie sie wieder an. Also, es ist eine sehr spezielle Stimmung zwischen den beiden. Irgendwie sind sie ja unglaublich gut befreundet. Und sie möchten jetzt auch zusammenziehen, aber es ist halt auch ein bisschen flirty. Und deshalb muss Violet sich jetzt einfach im Klaren werden, was sie will und auch wissen, was Sarah will. Und warum hat Sarah eigentlich nichts an? Ach, ich weiß doch auch nicht, was mit meinen Sims ist. Die wollen alle irgendwie keine Kleidung tragen. Aber gut, gehen wir mal rein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wo kann man denn schön sitzen? Setzt euch doch einfach mal da oben hin. Könnten wir hier auch was kaufen? Nein, können wir nicht, weil da arbeitet niemand. Wieso arbeitet hier denn niemand? Vielleicht ist das irgendein Kunstprojekt und jeder muss sich selbst bedienen. Ich weiß doch auch nicht. Und jetzt sitzen die beiden hier und unterhalten sich. Violet wird sie nochmal bewundern. Wird sie dann einfach fragen, wie ihr Tag so war und wie es ihr so geht. Sie haben sich, seit sie die Schule abgeschlossen haben, ja tatsächlich nicht mehr so oft gesehen. Und das ist ja wirklich schon eine ganze Weile her. Dann wird sie einmal fragen, ob sie überhaupt noch Single ist. Wir wissen ja nicht, vielleicht hat sie ja in der Zwischenzeit jemand anderen kennengelernt. Ich habe doch keine Ahnung, was Sarah so gemacht hat. Sie ist noch Single. Okay, perfekt. Und dann werden wir nochmal mit ihr flirten. Und jetzt spielt sie Gitarre. Sie passt wirklich perfekt zu Violet. Und ich glaube, sie passt auch sehr, sehr gut hier hin. Ja, gib ihr mal 10 Simoleons Trinkgeld. Ist auch gar nicht weird. Und dann wirst du sie nicht nach Verhütung fragen. Was möchte denn Annika schon wieder? Ja, okay. Danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Ulrike Zeit zu verbringen. Ja, ja, ja. Schön, dass ihr Spaß hattet. Dann wird Violet jetzt mal einen Anmachspruch loslassen. Und sie werden miteinander knuddeln. Und dann wird sie sich jetzt endlich trauen zu sagen, Sarah, ich finde dich richtig gut. Ich bin schon sehr gespannt, was sie dazu sagt. Okay, sie setzt sich wieder hin. Müsst ihr wirklich so viel Abstand halten? Das ist doch kein Gespräch, wenn man Abstand haltet. Okay. Aber jetzt sagt sie ja, dass sie sich von ihr angezogen fühlt. Und dafür haben sie sich wieder hingesetzt. Und sie wünscht sich jetzt auch, Sarah um eine Verabredung bitten. Ja klar, das machen wir jetzt gleich. Violet hatte gesagt, dass sie sie gut findet und jetzt gehen die beiden auf ein Date. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert. Manchmal stelle ich mich wirklich so an, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben Sims spielen. Kann ich dich so um ein Date bitten? Nein, oder? Doch, um Verabredung bitten. Okay, perfekt. Dann bittet Violet Sarah jetzt um ein Date und dann werden die beiden hoffentlich einen schönen Tag miteinander verbringen. Wir haben jetzt auch noch die Benachrichtigung bekommen, dass die beiden einen Attraktivitätsalarm aufeinander haben. Geht am besten hier ein Kaffee trinken im Downtown Coffee Shop. Ich wollte gerade sagen, sie sollen was essen gehen, aber dann geht sich vielleicht der Geburtstag nicht mehr aus, denn wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Sonst verpassen wir den Geburtstag von Livia und dann hasst sie uns für immer. Also, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber Sims sind immer so lange traurig, wenn man ihnen keinen Geburtstagskuchen macht. Deshalb müssen wir den Geburtstag schon ein wenig feiern. Und hier sind wir. Dann holt euch am besten zuerst gleich mal was zu trinken. Und zwar zum hier trinken holt sie sich einen Cappuccino und dann können die beiden sich ja hier hinsetzen. Hier ins Eck, das ist ein schöner Platz. Und dann können sie hier sich noch ein wenig besser kennenlernen. Wobei eigentlich kennen sie sich unglaublich gut. Ist das nicht Nadja? Nein. Die sieht aus wie Nadja. Violet, was tust du? Ach, du hast dein Getränk nicht genommen. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Egal, zurück zum Date. Die beiden sollen miteinander witzeln. Dann wird Violet jetzt nichts machen, denn sie muss unbedingt ihren Kaffee holen. Warum musste ich denn auch bestellen? Ich bin selbst schuld. Okay, aber sie geht schon wieder zu Sarah. Perfekt. Dann wird sie jetzt noch ein Kompliment über ihr Aussehen machen und sagen, hey, Sarah,
Ganz ehrlich, ich fand schon immer, dass du so gut aussiehst, aber irgendwie dachte ich, dass du dich so nicht für mich interessierst. Und dann wird sie ihr noch eine fesselnde Geschichte darüber erzählen, was sie in Zukunft geplant hat, dass sie mit der Musik ganz groß rauskommen möchte, wie gern sie Klavier spielt und Gitarre spielt. Und Sarah teilt diese Begeisterung ja. Also, glaube ich zumindest. Dann wird sie eine schlüpfrige Frage stellen. Immerhin sind sie auf einem Date und haben jetzt ja schon geklärt, dass sie aneinander interessiert sind. Dann werden sie nochmal flirten. Und Violet hat einfach Charisma Level 5 erreicht. Wow. Und dann wird sie ihr einen Kuss hauchen. Und dann wird sie ihr noch eine unverschämte Geschichte erzählen. Und jetzt haben wir schon die Aufgabe, sie zu küssen. Das werden wir aber noch nicht machen. Wir werden noch eine lustige Geschichte erzählen und noch einen Witz, dass wir das dann auch abgeschlossen haben. Ja, ich verstehe das mit Witz über Körperbehaarung und Witz über Gesichtsbehaarung nicht ganz, aber okay. Erzähl einen Witz über Körperbehaarung. Den würde ich gerne hören. Also ich kenne tatsächlich keinen Witz über Gesichts- oder Körperbehaarung. Falls jemand von euch einen Witz über diese Themen kennt, schreibt es mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, ob diese Witze lustig sind oder nicht. Und jetzt hat sie noch Level 2 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Nicht schlecht. Und dann werden sie noch eine tiefgründige Unterhaltung führen. Vielleicht erzählt Violet einfach nochmal von ihrer Kindheit und wie sie aufgewachsen ist. Irgendwie könnte ich mir nämlich vorstellen, dass Violet zwar immer sehr offen war, aber trotzdem sehr viele persönliche Dinge eher für sich behalten hat. Keine Ahnung, irgendwie schätze ich sie so ein. Aber gut, dann wird sie nochmal ein Geheimnis ausplaudern. Und dann möchte ich jetzt, dass sie zu irgendeinem romantischen Spot gehen und sich küssen. Also sie haben sich ja eigentlich schon mal geküsst. Aber da waren beide betrunken und irgendwie zählt das nicht, finde ich. Deshalb, wo ist es denn schön? Hier wäre es schön. Können wir da hingehen? Ja, perfekt. Wieso war ich da noch nie? Dann gehen die beiden jetzt hier hin. Das ist ja voll schön. Kann man da... Da kann man runtergehen? What? Da kann man sogar angeln. Heute stelle ich mich wieder besonders schlau an. Man merkt, dass ich sehr viel Sims spiele und dass ich mich gut auskenne damit. Merkt man unglaublich. Und jetzt stehen die beiden an diesem romantischen Spot, werden nochmal eine tiefgründige Unterhaltung miteinander führen. Oh mein Gott, das ist wirklich der perfekte Spot. Dann werden sie nochmal flirten. Dann werden wir einen Anmachspruch loslassen. Nach Kick wühlen. Ja, das könnt ihr später machen. Und dann werden sie beiden sich hier küssen. Oh, die beiden sind so süß. Na gut, und jetzt können sie nach Kick wühlen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Wühlt jetzt nach einem Kick. Das ist übrigens Techtelmechtel in einer Mülltonne, für alle, die das nicht wissen. Wo ist hier denn eine? Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt hingehen. Aber wir werden sie einfach verfolgen. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Ach, da. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Violet hat das erste Techtelmechtel. Oh Gott, ich habe voll vergessen, dass das Violets erstes Techtelmechtel ist. Jetzt hatte sie ihr erstes Techtelmechtel in einer Mülltonne und Daisy hatte ihr erstes Techtelmechtel in einem Kuhstall. Und vermutlich wird Jared dann auch noch sein erstes Techtelmechtel in einem Busch haben. Einfach fantastisch. Auf jeden Fall hat Sarah mit einem Kondom verhütet. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das war sehr, sehr schön. Dann beenden wir die Verabredung mal. Wir müssen nämlich wieder zur Hauptfamilie. Eigentlich könnten wir Sarah gleich mitnehmen. Immerhin feiert Livia Geburtstag und da kann Sarah ruhig dabei sein. Dann kann sie sie mal offiziell allen vorstellen. Das ist doch toll. Violet hat ihr erstes Techtelmechtel in einer Mülltonne. Großartig. Lenny ist einfach da. Wie cool ist das denn? Violet, stell dich mal bei Lenny vor. Immerhin hat Livia Geburtstag und ich glaube, wir werden den Geburtstag jetzt auch gleich feiern. Ja, ich verstehe nicht, warum die den Müll immer auf den Boden schmeißen, aber gut. Emma, du kannst dann eigentlich gleich mal einen Honigkuchen backen und dann können wir nämlich gleich den Geburtstag von Livia feiern. Ivy, du wirst jetzt Coco baden und ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Und Livia, du kommst hier hin, denn du hast gleich Geburtstag. Jared und Rose sind auch gerade nach Hause gekommen. Das passt also alles perfekt. Ich werde Sarah nur ganz schnell etwas anziehen. Ich halte es einfach nicht mehr aus, dass die Sims die ganze Zeit nur in Unterwäsche herumlaufen. Deshalb ziehe ich ihr ganz schnell etwas an. Oh, die hat auch eine große Familie. Wie sollte das anders sein?
Was ziehen wir ihr denn an? Ich weiß gar nicht mehr, was sie vorher anhatte. Aber ich gebe ihr einfach irgendein Kleid. Das ist eigentlich cool. Das ist von dem neuen Pack, das ich gekauft habe. Ja, perfekt. Fehlt sonst noch irgendetwas? Hier hat sie nichts. Da geben wir einfach das. Da braucht sie auch noch eine Hose. Oder einen Rock. Nein, das ist sogar eine Hose. Ja, gut. Das einfach. Dann noch ein Bikini. Die hatte ganz schön viel Custom Content an, den ich nicht mehr habe. Da fehlt auch eine Hose. Ja, nehmen wir einfach mal die. Und hier brauchen wir dann eine Strumpfhose. Sie kann nicht einfach so herumlaufen, wenn Schnee liegt. Aber perfekt, dann haben wir Sarah jetzt auch wieder etwas angezogen. Finde ich sehr, sehr schön, wenn meine Sims nicht in ihrer Unterwäsche herumlaufen. Die kleine Livia stinkt auch schon wieder. Livia, du könntest eigentlich deinen Vater fragen, ob er dir die Windeln wechselt. Ich glaube, das hat er noch nie gemacht. Windeln bitte. Und dann erzählst du ihm einen Klopf-Klopf-Witz. Er ist eh ihr Vater, oder? Ich bin so verwirrt. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Ja, perfekt. Wir haben erst 3 verschiedene Väter und ich kenne mich schon nicht mehr aus. Violet fühlt sich jetzt auch sehr, sehr glücklich wegen dem ersten Techtelmechtel. Sie hat hier schmutziger Flirt wegen Techtelmechtel in einem Müllcontainer. Dann haben wir erstes Techtelmechtel, dann noch gemochter Sim in der Nähe und missionsmüde wegen Techtelmechtel der anderen Art. Abwechslung ist die Würze des Lebens, vor allem wenn es um romantische Abenteuer geht. Dann werden wir hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann wird zur Abwechslung jetzt mal Lenny der kleinen Livia dabei helfen, die Kerzen auszublasen. Kommt mal alle hierher, Livia feiert Geburtstag. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Lenny das Ganze mittlerweile sehr, sehr leid tut. Also er ist ja auch erwachsen geworden in der Zeit. Und vermutlich wünscht er sich auch ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter. Ich glaube zumindest, sie ist sein einziges Kind. Ja. Sie ist sein einziges Kind bis jetzt. Er ist jetzt auch nicht verheiratet. Also es gibt jetzt noch niemand anderem in seinem Leben. Ich glaube, er hat mal angerufen und gemeint, er will jemanden daten. Aber anscheinend ist daraus nichts geworden. Wer weiß, vielleicht finden Emma und er am Ende ja doch noch zusammen. Ich weiß nicht. Schreibt mir eure Meinung da sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ein paar Kinder müssen wir ja noch bekommen. Aber wie es mit Emmas Liebesleben ausgeht, das können wir ja ganz frei entscheiden. Livia ist jetzt älter geworden. Sie war ja ein albernes Kleinkind und irgendwie fand ich das sehr, sehr lustig. Also das mit diesem Albernen habe ich jetzt noch nie gespielt. Gibt es da irgendein Äquivalent als Kind? Ja, wir könnten sie eine Spinnerin machen. Diese Sims sind häufig verspielt. Warum nicht? Ist mal was anderes. Habe ich so noch nie gespielt. Und dann geben wir ihr hier einfach das Sozialbestreben. Warum nicht? Dann ist sie so der Klassenclown, möchte immer im Mittelpunkt stehen, macht einfach ganz viel Blödsinn. Das stelle ich mir irgendwie lustig vor. Und wie sieht sie aus? Oh, sehr, sehr süß. Also, ich finde, man sieht Lenny in ihrem Gesicht. Vielleicht sogar noch mehr als Emma. Also, sie ist jetzt das erste Kind, wo ich sagen würde, ich sehe Emma nicht wirklich in ihrem Gesicht. Wobei, bei Jared sehe ich Emma halt auch nicht wirklich. Was wünscht er sich hier? Mit sich selbst flirten, weil unberechenbar ist. Na gut. Weißt du was, Jared? Flirt einfach mal mit dir selbst. Flirte mit dir selbst. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. In Wirklichkeit muss er nur seine Flirttechniken vom Spiegel üben. Aber gut, bevor ich es vergesse, müssen wir unsere Livia natürlich noch schnell umstylen.
Und ich bin fertig und ich finde sie einfach unheimlich süß. Also wie gesagt, sie ist ja ein albernes Kind und sie ist auch das erste Kind, das eine Brille trägt. Und deshalb hat sie in ihrer Alltagskleidung auch gleich mal einen Pullover an mit einem Bären, der eine Brille trägt. Das ist ihre Abendkleidung. Ich habe ihr schon, als sie ein Kleinkind war, gesagt, ich stelle mir das so vor, wenn sie mit Emma einkaufen geht, ist sie einfach immer unfassbar anstrengend und will immer die verrücktesten Sachen haben. Und Emma hat immerhin schon 5 andere Kinder und ist dann meistens so, okay, Livia, wenn du möchtest, Livia, dann zieh dir das halt an. Genauso stelle ich es mir vor. Und ich hatte jetzt während dem Makeover auch eine Idee, die ich finde sehr, sehr gut zu ihr passen würde. Und zwar kam mir die Idee tatsächlich bei diesem Outfit. Dieses Outfit ist nämlich vom Paranormale Aktivitäten Pack. Und ich habe das Pack erst seit kurzem und habe es noch nicht so ganz erkundet. Und habe mir jetzt gedacht, irgendwie wäre das voll cool, wenn wir das mit Livia erkunden würden. Weil sie ist ja sehr albern und irgendwie ein bisschen anders. Und das könnten wir dann ja auch so drehen, dass sie einfach total ans Übernatürliche glaubt. Und so eben versucht, Kontakt zu übernatürlichen Dingen aufzunehmen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also bei dem Pack ist zum Beispiel dabei, dass man so Seancen haltet an einem Tisch. Aber ich schaue gleich, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Irgendwie würde ich das nämlich sehr, sehr cool finden. Und dann könnten wir das eben gemeinsam mit Livia erkunden. Und hier sind wir wieder. Dann schauen wir jetzt noch schnell in den Baumodus, was es da für coole Objekte gibt. Wie gesagt, ich habe das Pack noch nicht so lange, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, was es gibt. Aber ich glaube, da sind schon ein paar coole Dinge dabei. Paranormale Phänomene. Genau, so heißt das Pack. Genau, da gibt es eben diesen Seance-Tisch. Führe Rituale durch, um den Spuk in deinem Haus abzuschwächen. Mit dem Seance-Tisch kannst du Geister heraufbeschwören, mit der Hingeschiedenen kommunizieren und mehr. Der ultimative Gesprächsaufhänger. Wir könnten da ja zum Beispiel auch sagen, dass sie sehr traurig ist, dass sie nie die Eltern von Emma kennengelernt hat, weil die sind ja tatsächlich am gleichen Tag verstorben, als sie auf die Welt gekommen ist. Und deshalb fühlt sie eben so eine Verbindung zu ihnen und würde sie gern besser kennenlernen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, mehr aktive Sachen sind da jetzt gar nicht dabei, aber wir können ihr Zimmer ja dann auch so einrichten, dass es eben zum Thema passt. Also jetzt noch nicht. Jetzt gebe ich ihr einfach mal ein anderes Bett, aber für die Zukunft müssen wir das auf jeden Fall machen. Die sind ja cool. Zum Glück habe ich dieses Innendekor-Pack endlich gekauft. Dann bekommt sie dieses Bett. Oh. Ihr Zimmer ist zu klein. Sehr gut, und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!